Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's wieder, Aubertin, und heute gibt's mal wieder eine weitere Custom-Karte von mir. Und bevor wir mit dem Video starten, wie immer, lasst mir noch mal ein Like da und ein Abo, damit ihr auch in Zukunft weitere von meinen Videos sehen könnt. Dann starten wir heute wieder zuerst einmal mit der Grundidee, die ich hatte. Ich wollte im Endeffekt einen Support machen für Ritualdecks. Und da habe ich mir ein ganz bestimmtes Ritualdeck rausgesucht, was mittlerweile weniger als Ritualdeck gespielt wird, sondern mehr als Fusionsdeck. Das ist das aufgegebene Deck. Das wird ja mittlerweile mit dem Millennium-äugigen Ding da gespielt und mehr als Fusion halt genutzt, ohne halt das Ritual zu beschwören. Und da dachte ich mir, okay, ich mache jetzt hier dieses Bild, mache ein Monster mit so ein paar Augen, was wirklich so angelehnt ist, auch an diesen Artstil von diesen alten Karten. Genannt habe ich das Spärlichäugiger Ritualist. Ein relativ einfacher Name. Besseres ist mir nicht eingefallen, aber ich finde, das trifft ganz gut, was es sein soll. Hat halt ein paar Augen, ist halt spärlich besät, ne? Ist halt kein tausendäugiges Ding, sondern halt so ein paar Augen hat es, deshalb spärlich. Dann gehen wir mal ganz kurz zur Karte. Ihr seht hier, wie gesagt, Spärlichäugiger Ritualist ist ein Finsternis Level 1 Monster vom Typen Hexer mit 0 ATK und 0 Def. Also angelehnt halt an die ganzen alten Karten. Und die Karte hat folgenden Effekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand als Spezialbeschwörung beschwören, indem du eine Ritualzauberkarte von deinem Deck auf den Friedhof legst. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein tausendäugiger Abgott von deinem Deck oder deiner Hand als Spezialbeschwörung beschwören. Und falls du dies tust, füge deine Hand einer deiner verbannten Finsternis-Hexer-Monster hinzu. Der Stufe 1 habe ich vergessen hier reinzuschreiben. Falls diese Karte als Tribut für eine Ritualbeschwörung angeboten wird, du kannst eine Ritualzauberkarte von deinem Friedhof in dein Deck mischen, ziehe eine Karte. Du kannst jeden Effekt von Spärlichäugiger Ritualist nur einmal pro Spielzug verwenden. Also wir brechen immer ganz kurz die Effekte runter. Also ihr habt im Endeffekt die Möglichkeit, mit dem Ritualisten eine Ritualzauberkarte von eurem Deck auf den Grave zu pitchen, damit ihr ihn specialen könnt. Was schon mal ganz gut ist, weil ihr habt schon mal eine Ritualspell im Grave, habt ein Monster auf dem Feld, ohne überhaupt irgendwas gemacht zu haben. Und der zweite Effekt, damit könnt ihr ein Monster rufen, was ihr gerade schon ewig nicht mehr gesehen habt. Das ist der tausendäugige Abgott, ich blende den einmal ganz kurz ein. Das ist ein normales Monster, was Pegasus damals gespielt hat im Anime. Aber darum geht es gar nicht, das passt halt vom Thema ganz gut. Und das ist halt, um die Karte ein bisschen zu balancen. Um den Effekt zu bekommen, spielt man quasi einen Brick im Deck. Das ist der Abgott. Den kann man halt von der Hand oder vom Deck beschwören, im besten Fall halt vom Deck. Aber dann ist das halt ganz gut, weil ihr so schon zwei Level 1 Monster habt. Können gegebenenfalls halt entweder auf den Linkplay gehen oder wirklich halt die Karten nutzen für den Effekt. Weil wenn ihr nämlich den Abgott beschwört, könnt ihr nämlich ein Hexermonster zurückholen, was verbannt wurde. Es könnte zum Beispiel halt wirklich aufgegeben sein, das kann aber auch die neue Fusion sein, das kann aber auch die alte Fusion sein, also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die ihr wieder zurückholen könnt. Und das ist halt ganz praktisch. Und der Grund, warum ich das so gemacht habe mit der Ritualzauberkarte auf den Grave legen, weil ihr kennt vielleicht alle die Karte Vorbereitung der Riten, mit der könnt ihr quasi eine Ritualmonsterkarte von eurem Deck holen und falls ihr einen im Friedhof habt, eine Ritualzauberkarte von eurem Friedhof. Und so kriegt ihr die quasi. Das heißt, ihr kriegt dann quasi mit der Karte, ne, geht ihr neutral, plus 1 durch den Abgott, könnt mit vorbereitenden Riten die Ritualzauberkarte zurückholen, könnt euch ein Monster searchen, dann könnt ihr das Ritual aktivieren, könnt Ritualisten quasi anbieten, dann kriegt ihr quasi die Ritualzauberkarte wieder ins Deck zurück und dann könnt ihr eine Karte ziehen. Das ist quasi die Kombo mit dem Ritualisten und das ist quasi nur eine von vielen Möglichkeiten. Es ist halt ein Stufe 1 Monster, ihr könnt mit der wirklich viele, viele Sachen machen. Ob es jetzt halt ein XC-Play ist, Ritualbeschwörung oder wirklich Link. Ihr könnt theoretisch auch fusionieren, warum auch immer ihr das machen solltet, aber das ist auch eine Möglichkeit. Und das fand ich halt eine ganz coole Idee, so viele Möglichkeiten, eine kleine Karte reinzupacken. Da würde ich sagen, lasst mir wieder in den Kommentaren da, wer die Karte eher Meta, wer die Karte eher Casual, was sagt ihr? Ansonsten haut da rein für heute. Ciao.